Apropos Pferde, Leute. Ich weiß, ich bin total überfällig mit einem Video zu Kenzie Deasley. Es ist schon mehrmals gefragt worden, ob ich das nicht mal machen kann. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt bei mir so lange gedauert hat, weil ich finde die eigentlich ganz, ganz toll. Und bin super, super froh, dass ich die auf meiner Freundesliste habe, weil die gehört, finde ich, zu den ganz großen Pferdeleuten, die es so gibt. Und kennengelernt habe ich sie halt durch eine Geschichte mit der Silvia Sarnecki, wo es ja auch ein React-Video von mir gibt. Und da hat die Silvia Sarnecki halt Kenzie Tierquälerei vorgeworfen. Und zwar nur, weil sie eine Generalprobe gemacht hat für eine Hochzeit, wo dieses Pferd, was wir hier sehen, liegen sollte auf dieser Hochzeit. Und dann hat sie es hingelegt auf dieser Generalprobe. Und da war das Pferd so ein bisschen aufgeregt, und dann hat sie es so ein bisschen am Hals getätschelt, und dann hat die Silvia Zanecki da eine riesen Nummer draus gemacht. Das wäre Tierquälerei und Strafe und was nicht alles. Und dann habe ich mich mit der Silvia so ein bisschen angelegt und habe nicht verstehen können, wenn man was gegen die Kenzie Deasley haben kann. Und so sind wir dann auch ein kleines bisschen ins Gespräch gekommen, und ich habe auch mal PNs mit der geschrieben und habe auch dann ihren Newsletter abonniert. Konnte mich halt nicht richtig entscheiden, welches Video ich nehme von ihr, weil es gibt so viele schöne, so viele gute. Ich habe mich jetzt für dieses entschieden, weil ich auch ein kleines bisschen was zu meckern finde, weil ich finde irgendwie diese Videos, wo immer nur gesagt wird, alles ist toll, alles ist super, die finde ich irgendwie auch nicht gut. Einen wegen einer Kleinigkeit niederzumachen, wie ja das passiert ist, finde ich jetzt auch nicht so gut. Also im Großen und Ganzen arbeitet sie sehr ähnlich wie ich. Gerade haben wir so eine kleine Stelle gehabt, da finde ich was zu meckern, und zwar, wie sie das Knotenhalfter auflegt. Ich würde da immer eher vorne vor der Nase her und nicht so dieses Hochklatschen, aber es ist eine Kleinigkeit und da geht die Welt nicht von unter. Ich nehme auch andere Knotenhalfter, und ich finde, das ist jetzt irgendwie wirklich mal schön, dass man sagen kann, ich finde jemanden wirklich gut, ich finde es toll, wie die arbeitet, aber hier und da in ein paar Kleinigkeiten mache ich auch schon mal was anders. Und dieses andere Wege zu akzeptieren, finde ich total wichtig. Es wird mir immer unterstellt, dass ich genau das nicht könnte. Doch, das kann ich. Aber es gibt halt Wege, die führen zu einem Ziel. Es gibt Wege, die führen auf einem seriösen Weg zu einem Ziel. Und es gibt halt, das ist ja ganz oft gerade die Sendung Vox Pferdeprofis, dass einfach Ergebnisse vorgetäuscht werden. Oder bei der Silvia Zarnecki, dass die sagt, ich arbeite nur mit positiver Verstärkung, aber hat man die mal bei sich, dann schlägt die die Pferde. Und das viel krasser als ich, die ganz offen, frank und frei zugibt. Es kann auch mal vorkommen, dass ich mit negativer Verstärkung arbeite, und es kann auch mal vorkommen, dass ich ein Pferd bestrafe, genau wie ich meine Kinder mal bestraft habe und meinen Hund auch mal bestrafe. Immer dann, wenn man unerwünschtes Verhalten unterbinden will. Und das ist ja auch legitim. Die Frage ist doch immer nur, ist die Strafe angemessen? Ist die Strafe verständlich? Wird die Strafe als grausam empfunden? Ne? Das ist doch das Einzige, worüber wir reden sollten. So, dann gucken wir uns jetzt die Arbeit von der Kenzie mal weiter an. Bis hier waren die Bilder ja wirklich sehr schön. Dahinter mir, dass ich immer, wenn irgendwas ist, wenn ich merke, ich sehe, also wenn ich sein Gesicht sehe und ich merke, die Ohren bewegen sich, er hat Angst, irgendwas passiert, kann ich eingreifen und kann auch eventuell ihn vorne ein bisschen begrenzen. Also er kann mir nicht vorne weglaufen, er ist nicht zu weit vorne und er kann nicht hinten bleiben oder ich sehe ihn nicht. Dadurch, dass ich seinen Kopf vor mir habe, sehe ich immer, was in ihm vorgeht. Das heißt nicht, er kann nicht plötzlich weg. Ich bin jetzt mal ziemlich sicher, dass die Kenzie auch verschiedene Führpositionen hat und dass das so ein Anfang ist. Und mit dieser Führposition würde ich auch anfangen. Ne? Einfach auch für Schulter an Hals, nennt man jetzt im Parelli-System Stick-to-me. Ich würde halt dem Pferd versuchen beizubringen, dass ich meine Arme unten halten kann und dass es einfach an mir klebt, ohne dass ich irgendwas machen muss. Und das macht sie auch. In der Folge versuche ich dann natürlich immer mehr nach hinten zu kommen. Und ich würde halt dieses Rückwärts ohne Gerte einfach kleb an mir, das ist sein Job. Und wenn ich rückwärts gehe, gehst du auch rückwärts. Aber es ist halt wieder so eine Kleinigkeit. Viele Wege führen nach Rom. Meiner tut's und der von Kenzie Deasley tut es auch. Was ich wirklich richtig, richtig toll bei der fand, das war mal ein Video, das war nur so ein Interview. Da hatte ich halt überlegt, mache ich da ein React drauf, aber so ein Interview ist irgendwie auch so langweilig. Man hat ja gar nichts, was man so sagen kann. Aber sie hat da gesagt, dass
sie, wenn sie von einem Pferd was will, dem eigentlich so ein Bild schickt, dass sie in dem so eine Vorstellung schickt, was man haben will. Und dieser Vorstellung folgen die Pferde. Und das finde ich ganz, ganz, ganz toll. Genau das ist nämlich das eigentlich Wichtige, diese energetische Sprache. Was ich jetzt hier so sehe, wenn ich es ohne Ihre Erklärung sehe, ich habe zum Beispiel keine Schlaufen, sondern lasse das Seil hinterherhängen, so, ne? Aber sie kommt ja gut mit klar, sie kann das gut variieren und wenn man das denn kann mit den Schlaufen, ist es eine schöne Sache. So, nochmal ein bisschen Boden. Und dann möchte ich, dass das Pferd, so wie beim Führen, aufmerksam ist, auch beim Longieren. Ich habe ja gesagt, ich meckere. Bei jemandem, den ich so toll finde wie die Kenzie Beasley, kann man das auch. Mit diesen Stimmkommandos ist nochmal so eine Sache. Ich mache den Ton aus hier und lasse es mal weiterlaufen. Ihr habt das ja gerade gehört. Also so ein stumpft halt irgendwie ab, finde ich. Und wird von Pferden auch teilweise wirklich als Druck empfunden. Und so wie ich es gelernt habe und so wie ich es auch lehre, sage ich immer, gerade am Anfang sollte man versuchen, es rein auf die energetische Sprache zu machen, so wie sie das auch in einem anderen Video erklärt hat. Man schickt dem Pferd ein Bild oder man schraubt seine eigene Energie hoch oder lässt seine eigene Energie runterfallen. Und das muss man natürlich ganz, ganz immens lernen. Das kann man nicht von heute auf morgen, dieses Bilder schicken, dieses über Energie kommunizieren, was sie hier ja auch schön macht. Und um das zu lernen, finde ich es immer gut, am Anfang der Menschenausbildung auf Stimmkommandos zu verzichten. Und dann die nachher gezielter einzusetzen, nicht als so eine Art Dauerbeschallung, was bei ihr natürlich wirklich funktioniert. Nicht, dass ich da falsch verstanden werde, sondern dass man das ganz gezielt einsetzt. Ich nenne euch mal ein Beispiel aus der Reining. Und zwar dürfen die nicht die Gangart wechseln oder antreten ohne Stimmkommando. Wenn ich also die Hilfen gebe für Antreten, darf das Pferd erst losgehen, wenn ich auch mache. Einmal schnalzen für Schritt. Dasselbe bei Trab. Wenn ich möchte, dass das Pferd antrabt, es soll erst in dem Moment antraben, wo ich mache. Beim weit, weit ausgebildeten Pferd. Nichts für Anfänger. Und genauso beim Galopp, ne? Für Galopp. Und die Hilfe habe ich schon vorher gegeben, damit ich das punktgenau auf dem Turnier abrufen kann. Genau an dem Punkt, wo es in der Pattern vorgeschrieben ist. Genauso, wenn es runtergeht. Sagen wir mal, Reining haben wir ja gesagt, wir haben den ganz, ganz schnellen Galopp und wollen in den langsamen Galopp. Dann nehme ich erst den äußeren Sporen dran, lege den sanft an. Dann lege ich auch den inneren Sporen dran. Und an dem Punkt, wo es geschehen soll, mache ich Oder an dem Punkt, wo es geschehen soll, mache ich Und lege den inneren Sporen dran. Das ist auch eine Variante. Und dann habe ich das wirklich so klatsch auf den Punkt. Mein Tempiwechsel innerhalb der Gangart, genau an der Stelle, wo ich es haben will. Was mir an der Kenzie ganz, ganz besonders gefällt, wo ich jetzt kein Video nochmal extra raussuche, ist halt, wie sie reitet. Man sieht auch, sie reitet auch mit Sporen und also reiterlich, da plättet sie mich dann wirklich erst recht, wo ich einfach denke, die hat wirklich immens viel drauf, die reitet die Pferde mit Anlehnung und da können sich eine Menge Leute eine Scheibe von abschneiden. Da gucke ich mal, dass ich euch Videos einfach hinten dran hänge, wo ihr euch, also die Videos, wo ich halt finde, da macht die Kenzie was ganz, ganz, ganz Tolles, suche ich noch raus. Quatsch aber jetzt nicht über mehrere Videos. Gucken wir nochmal, was sie so sagt. Da muss man natürlich den anderen Knopf drücken, und zwar die Stromschaltung aufheben. Aber gleich wieder der Schnalzer, ne? Das sind diese klitzekleinen Kleinigkeiten, die ich jetzt anders machen würde. Aber es sieht doch wunderschön aus. Hier sieht man auch wieder, wie er immer zu mir schaut, das Ohr immer bei mir ist. Eigentlich immer darauf wartet, dass ich das Signal gebe, okay, du kannst zu mir kommen. Ganz genau. Super, super, super schön. Also, wie auch nicht zu viel sein darf, muss man ein bisschen schicken. Dann sagt man, nein, kann schon noch ein bisschen laufen. Und dieses, dass das Pferd Fragen stellt, dass sie zulässt, dass das Pferd Fragen stellt. Ne, also, dass es zu ihr hindenkt, das sind doch genau die Sachen, wo es eigentlich ankommt. Bevor ich mich verabschiede, möchte ich euch bitten, lasst mir ein Like da, weil Dislikes kriege ich ja immer genug von meinen Hatern, die mir sehr, sehr treu sind. Immerhin besser Hater als gar keine Follower, finde ich immer so.
Aber es gibt ja auch welche, die in den Kommentaren immer schreiben, dass denen meine Videos gefallen. Und ich habe jetzt auch Anrufe gekriegt von Leuten, die sagen, eigentlich warst du mir zu teuer, aber jetzt will ich doch Unterricht bei dir nehmen wegen diesen Videos. Finde ich total klasse. Krieg dann auch E-Mails. Das ist natürlich alles sehr, sehr aufwendig. So ein Daumen nach oben ist halt schnell passiert. Und das würde mich sehr, sehr freuen und wäre ein kleiner Lohn für meine Arbeit. Weil das sind ja jetzt Videos, die ich gerade im Moment so mache, weil Leute sich das gewünscht haben. Und das möchte ich auch, dass ihr euch Videos wünscht. Reacts kriege ich relativ schnell umgesetzt bei Videos wie was mache ich, wenn das Pferd auf die Schulter fällt, was mache ich, wenn mein Pferd rennt. Da sind wir mit der Technik im Moment noch ein bisschen am Arbeiten. Wir haben ja jetzt diese GoPro, die soll irgendwie auch als Mikro dienen auf dem Pferd. Hab mir auch ein neues Programm gekauft zum Schneiden. Find aber jetzt im Sommer so gar keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Deswegen hoffe ich, ihr bleibt mir treu bis zum Herbst. Spätestens dann gibt es diese Videos. Vielleicht schaffen wir es auch schon vorher. Aber ich brauchte auch immer die Hilfe von meinen Kindern. Deswegen bitte ich um euer Verständnis. Ja, abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und erzählt euren Freunden von meinem Kanal. Ein Spruch übrigens, den ich von der Kenzie Diesley geklaut habe, den sie am Ende ihres Videos sagt. Genau wie meine Begrüßung. Die habe ich von Rick Gore geklaut. Ja, danke für die Inspiration, sage ich jetzt mal. Und was ich am schönsten an der Kenzie finde, so als Schlusswort, da gibt es ja ein Video, wo sie die Pferde so hin und her springen lässt. Das hänge ich euch auf jeden Fall hinten dran. Wo ich immer denke, wie macht ihr das? Wie kann man das beibringen? Und das allein wäre für mich schon ein Grund, bei der Kenzie Unterricht zu nehmen. Allerdings fehlt mir im Moment so ein bisschen das Geld, aber der YouTube-Kanal wirft ja jetzt so langsam auch Geld ab, dank eurer Hilfe und auch dank der Hilfe meiner lieben netten Hater, die ich auch nicht verlieren will. Und das wird wahrscheinlich eins der ersten Dinge sein, die ich mir davon gönne, mal bei der Kenzie Unterricht zu nehmen. Da werde ich auf jeden Fall dann auch vorberichten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.